Eine ganz zentrale Frage, die uns von Vertretern der Medien immer gestellt wird, ist, wie ist das mit Peter Pilz? Ich kann berichten, der Peter Pilz hat am Samstag an der Klausur auch teilgenommen. Wir haben alle gemeinsamen Fragen mit ihm sehr, sehr freundschaftlich und im Konsens diskutiert. Man kann eines mit Sicherheit sagen, er kehrt in die Politik zurück und zwar mit sofort. Das heißt also, politisch einmischen wird er sich. Er will sein Mandat auch wieder annehmen. Wir haben im Club gesagt, wir halten das für richtig und gut, dass der Peter Pilz wieder im Nationalrat auftritt. Und der Club wird jetzt zu besprechen haben, wie wir das ermöglichen. Das heißt, das wird jetzt nicht unmittelbar in den nächsten Wochen sein, aber wir werden einen Prozess einleiten, wo wir schauen, wer letztlich auf sein Mandat verzichtet, damit Peter Pilz in den Nationalrat zurückkehren kann. Wir haben dann in weiterer Folge uns inhaltlich beschäftigt. Wir haben befestigt sozusagen uns in dem, dass wir sagen, unsere zentrale Rolle im Parlament sehen wir darin, Kontrolle und Transparenz auszuüben, und als inhaltlichen Schwerpunkt sehen wir, dass wir uns für soziale Gerechtigkeit einsetzen werden und wollen. Das ist insbesondere bei den Ankündigungen dieser schwarz-blauen Regierung Nummer 2 auch höchst notwendig. Wir haben uns auch das Regierungsprogramm sehr genau zu Gemüte geführt, und wir werden auch nicht nur Kritik üben, sondern wir werden versuchen, zu den verschiedenen wichtigen Politikbereichen auch Gegenmodelle zu entwerfen. Und ich darf ankündigen, dass in der kommenden Woche Bruno Rossmann und Daniela Holzinger beispielsweise Alternativen zu der Familienförderung, also zum Familienbonus, Ihnen öffentlich machen werden. Das wird in der nächsten Woche so sein. Ich darf weiters ankündigen, dass ich es übernommen habe, dass ich einen Initiativantrag entwerfen werde für ein Gesetz für Sammelklagen. Es hat keinen Sinn, da zu warten, bis das Justizministerium tätig wird, denn da kommen keinerlei Signale, dass man erkennt, dass das wichtig ist für die Geschädigten von verschiedensten Massenschäden, von VW angefangen über das LKW-Kartell, über die Intel-Chips und so weiter. Also es ist nahezu täglich so, oder täglich, aber jedenfalls wöchentlich so, dass Massenschäden bekannt werden und wir in Europa, aber insbesondere in Österreich, dafür keine vernünftigen Instrumente haben, das zu klären. Und auch da wollen wir nicht nur Kritik üben, sondern ich kenne sehr gute Modelle aus den Niederlanden und werde daher versuchen, einen Gesetzesvorschlag zu machen und den als Initiativantrag einzubringen, weil von der Regierung da leider nichts zu erwarten ist.